Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Prey. Liebe Leute, ich war jetzt, also in der letzten Episode, sind wir vor der überaus coolen, tollen, goldenen Artemis-Pistole gestanden, ja, wo wir keinen Platz gehabt haben im Inventar. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zurückgegangen. Ich bin jetzt gerade ins Arboretum gegangen und habe etwas Seltsames entdeckt, würde ich sagen. Nämlich das. Also ich bin echt gerade durch die Tür gegangen, von den Besatzungsquartiere rein ins Arboretum. Und die sind frei! Wisst ihr, was das heißt? Scheiße, das heißt nämlich, dass da ein Weber, oder? Ist dann da unterwegs wahrscheinlich. Oder? Ich habe sie gefunden. Komm nur! Trau dich! Trau dich, du kleiner Scheißer! Einen nach dem anderen werde ich zerlegen! Komisch, ha? Huh? Das Ding ist, sind das die aus dem Kastel da oben, oder? Was ist, wenn ich da rein? Passiert mir da jetzt irgendwas? Nicht wirklich. Komisch, ha, huh, Leute? Was sagt ihr dazu? Hubschrauber draußen. Nee. Das sind nicht die, Schatz. Die sind da nur drinnen. Scheiße, wo kommen die her, Leute? Boah, hab ich die Piste Schiss. It's just a mimic, it's just a mimic. Oh, schaut mal, der ist aufgeladen. Da kann sie den Mimics aufladen. Nicht schlecht, Herr Galvanik. Den machen wir mit der Schotti fertig. Nee, mach mal nicht mit der Schotte fertig! Shit, wo kommen die alle her? Mann! Ich will doch nur zu diesem Recycler.
behandeln. So. Oh, Rohrzange brauche ich keine zweite Rohrzange. Das. Na, warte mal, warte, was war das? Das brauche ich, das ist mein Anzugsreparatur-Dings. Das habe ich überwickert. Ja. Schräg, ha? Huh? Wow. Wirklich unheimlich, Leute. Glue. Ah, war nicht Schrot. Habe ich nur 43, brauche ich nicht. Habe ich 143, brauche ich auch nicht unbedingt. Dann nehme ich einmal Glue. Ein Neuromod. Schauen wir mal, was wir mit unseren Neuromods super tolles anfangen können. Hacken wäre nicht schlecht, aber ich darf. Dieses Reparieren ist auch nicht schlecht. Wow, das ist wirklich schwierig. Ja, die ist interessant. Ich verstehe das manchmal irgendwie nicht so recht. Was das heißt, es ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades. Ich meine, die kann ich sowieso auch so verwenden schon. Um nicht mit dem Standard entsprechende Tech-Sicherheitswaffen über Modifikation. Ich nehme das einfach. Ich hoffe, das ist okay. So, ich kann es jetzt einfach ganz upgraden, ne? Ja, das ist doch eh ganz gut. So, jetzt tun wir da noch was essen. Wer weiß, auf was wir jetzt da noch treffen, auf dem Rückweg. Leben 107 habe ich da. Ehrlich, das kann ich im Prinzip auch recyceln. Oh, das ist erschreckt. Weil so ein Glitzerding in mein Gesicht war. Das kann ich. Da wird man nur betrunken von dem Schaß. Es ist so. Und zwei Gesundheit. Was mache ich mit zwei Gesundheit? Ich kann mir jetzt sogar noch Neuromod herstellen. Yes, we can. Oh! Erstellen, so. Okay. Da wir nochmal speichern und jetzt geht's wieder zurück. Ich lauf.
So. Und jetzt holen wir uns endlich mal die goldene Artemis-Pistole, würde ich sagen. Boah, die muss sicher voll super gut sein, weil die ist golden, liebe Leute. Eine goldene Artemis-Pistole, was immer Artemis-Pistole ist. Aber sie ist golden. Hm? Das muss schon was Gutes sein. Ich hoffe, dass da drinnen jetzt keine gleichen Gegner sind. Oh, da können wir jetzt auch gleich reinschauen. Warte mal. Wow, was? Oh nein, da kommt was auf uns zu, oder was? Gott, dass ich hab nicht übersteuert. Nein. Nein, ich hab nicht übersteuert. Überhaupt nicht. Boah, sorry. So leicht Kopfweh, weil ich mich so aufgeregt habe, wirklich. Was steht hier Kopfweh? Ich will den jetzt mal gemütlich looten. Oh, drei Leute. Nice! Fähigkeit verfügbar. Minute 15, liebe Leute. Töre. Töre. Und da fällt mir gerade ein, dass wir ja eigentlich nur die Quest da haben. Da, warte mal, es gibt's nicht, da müssen wir durch. Was haben wir denn da? Nicht hacken, sondern wir brauchen ja nur aus dem Maschinenlabor irgendes Kommunikationsding, irgendwas, damit wir den Albtraum loswerden. Und da brauchen wir ja das Reparaturdings und deshalb nehme ich das jetzt einfach her, damit wir das auch machen können. Weil der ist echt ein bisschen nervig. Du bist nervig, du kleiner Albtraum. Hey, bin so froh, dass wir den Code da jetzt gefunden haben für das kleine Dings, die da für den Lagerraum. Ich glaube, wir jetzt sind wirklich tot. Sicher voll den guten Loot, wenn man den umbringt. Was glaubt ihr? Bestimmt. Warum mag der uns jagen überhaupt? Warum ist der auf uns so fixiert? Ich wette, dass das alles vom Alex ausgeht. Von unserem Bruder. Bin mir da so sicher, dass der den auf uns angesetzt hat oder irgendwie so.
So, jetzt sind wir da. Ist das das? Ja, mach mal zu. Nein, nicht verriegeln, was ist mit dir los? Boah, geil! Ziel abgeschlossen, die goldene Waffe. Acht und 35 Schuss. Ja, da habe ich jetzt halt nur 8 Schuss drinnen, weil sie nicht abgegradet ist. Aber... die ist noch nicht abgegradet und hat jetzt schon Feuerkraft 16. Meine ist voll abgegradet und hat nur 15. Das heißt, dass die ja um einiges besser ist und deshalb tue ich die jetzt sofort upgraden. Und Magazin kaputt. Ist halt jetzt schade, ne, dass wir da jetzt so viel Upgrades in die Bistrin gesetzt haben. Naja, ist halt so, ne? Nice. Das hat man schon ganz gut. Okay. Da haben wir dann auch alles erledigt, ne? Da waren wir drinnen. Da haben wir nochmal speichern, weil wir haben was sehr Tolles erledigt. Da geht's hoch in die Executive. Irgendwas. Oh, da habe ich sogar einen Code. Don Davis. Da hört man sogar einen Phantom, wenn man da reingeht. Aber warum gibt es einen Aufzug, wenn es da Treppen auch gibt? Gut, da war ja das mit dem Koch. Da haben wir im Prinzip eigentlich eh schon alles gelootet. Bis auf die... obwohl... na, oben waren wir auf alle Fälle. Ganz, ganz sicher. Ich weiß, dass da... na komm, gehen wir da nochmal rein. Der hat sie auch gern töten, ich schwör. Okay, den brauche ich aber nicht reparieren, weil ich ja das Dings da gefunden habe. Ich verbrauche jetzt wirklich viel Platz im Inventar und so. Oh, schaut mal. Also das haben wir schon gelesen. Da wäre ein Geschütz. Die macht mir echt ein bisschen Angst. He. Aber nur ein bisschen. Und mich ärgert es noch immer, dass wir das nicht umgebracht haben. Den Koch. Also da gibt es sonst nichts mehr. Okay, okay, okay. Na gut. Dann haben wir das erledigt. Da müssen wir jetzt raufgehen, glaube ich. Ich tue ja so gern so erkunden und so, es macht einfach so viel Spaß. Na, schaut mal! Recreation Center.
Poltergeist-Action. Nein, jetzt hab ich. Hinten ist er. Da hinten ist er. Den hat's zerfetzt, würde ich sagen. Bruce Kopp. Die Fliege, das kennen wir schon. Da waren wir ja noch drinnen, das weiß ich noch. Das haben wir gelesen. Und da sind wir nicht mehr reingegangen. Global Unity Spiele. Die Global Unity Spiele sind beendet. Allerdings steht der Medaillenspiegel aufgrund von Anschuldigungen hinsichtlich der Verwendung neuraler Verbesserungen und der neuesten Medikamente immer noch nicht abschließend fest. Jedes Jahr werden bei diesem Spiel Rekorde gebrochen, was auch diesmal der Fall war. Und zwar in beeindruckendem Maße. Boah Leute, ich schwöre, seit der Albtraum jetzt auf uns zugelaufen ist. Da habe ich so Kopfe, mir hat es so geschreckt, dass ich Kopfe gekriegt habe. Ich glaube, das ist nicht gesund, was ist denn das Lustiges? Duckbier. DuckTales. Knusprige beim Fritz und kurz essen. Boah, Pommes! Pommes wären jetzt echt lecker. Oder? Schon, Pommes. Pommes ist lecker. Warte mal, da geht's ja nach oben. Aber ich muss erst Ebene für Ebene absuchen, Leute. Sonst kommt man ganz durcheinander. Hä? Wow, was? Warum? Okay, dann geh ich lieber nicht dahin. War das vom Poltergeist? Hat der das jetzt verschlossen? Aber manchmal sind es schon wirklich gruselige Situationen, dass ich gleich speichern muss, weil ich so Schiss hab. Und dann hört man nur diese schweren Schritte. Ich finde, es ist kein Albtraum. Aber das glaube ich nicht, weil da war ja erst da. Oh, schaut's mal. Warum hat sie nicht gescannt, Mann? Meisterhandbuch zu Fatal Fortress, 6. Ausgabe. Ah, es ist das. Fatal Fortress ist das Pen and Paper, was die spielen.
Seid gegrüßt, Spielleiter. Fatal Fortress spielt in einer Welt ohne Sonnenlicht. Als Spielleiter werdet ihr eine Gruppe tapferer Abenteurer durch funkelnde Höhlen führen, in denen Rattenmänner hausen. Ihr werdet sie in die Schlacht gegen jahrhundertealte Gräuel schicken und sie tief in das geheime Herz der Fatal Fortress selbst führen. Im Gegensatz zu anderen Spielen gibt es in Fatal Fortress keine Charakterklassen. Die Spieler werden hingegen dazu angehalten, auf ihre eigene Weise zu spielen, indem sie Fähigkeiten so miteinander kombinieren, wie sie die jeweilige Herausforderung bedarf. Das Spiel verfügt darüber hinaus über ein spektakuläres Magiesystem, bei dem Spieler ihre eigenen Zaubersprüche erschaffen können, das ist cool, indem sie Runen zeichnen und kombinieren. Jeder Spieler benötigt einen Charakterbogen, eine Spielfigur, die ihren Charakter auf der Schlachtkarte repräsentiert, einen vollständigen Satz vielseitiger Würfel und jede Menge Abenteuerlust. Und da haben sie gespürt. Die Ogerfeste. Blinde Oger können mit Gongs um Hilfe rufen. Versucht zu verhindern, dass Grande Satrio weiße Juwelen gegen Mikros einsetzt. +1 Schlossbonus für den, der Tripsrätsel löst. Abigail Foys Quartier. Toll, jetzt müssen wir da wieder zurückgehen. Big Bang Bonbons. Oh, Charakterbogen. Charaktername Hordim Baffle Flakdasterus. Ein Magier. Aha, schaut mal da drüben. Das ist ein Geheimgang. Schauen wir gleich rüber, sonst vergiss ich es wieder.